Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Poetry Pop. Mein Name ist Robert Grund und ich habe mir gerade so in Zeiten von Corona jetzt zur Aufgabe gemacht, ein bisschen für Heiterkeit zu sorgen und sozusagen Kurzlesungen zu machen mit Wortwitz und in Reimform und so. Und da geht's auch schon los. Diesmal wieder Robert Gernhardt, siebenmal mein Körper. Mein Körper ist ein schutzlos Ding, wie gut, dass er mich hat. Ich hülle ihn in Tuch und Garn und mach ihn täglich satt. Mein Körper hat es gut bei mir, ich geb ihm Brot und Wein. Er kriegt von beidem nie genug und nachher muss er speien. Mein Körper hält sich nicht an mich, er tut, was ich nicht darf. Ich wärme mich an Bildwort Klang, ihn machen Körper scharf. Mein Körper macht nur, was er will, macht Schmutz, Schweiß, Haar und Horn. Ich wasche und beschneide ihn von hinten und von vorn. Mein Körper ist voll Unvernunft, ist gierig, faul und geil. Tagtäglich geht er mehr kaputt, ich mach ihn wieder heil. Mein Körper kennt nicht Maß noch Dank, er tut mir manchmal weh, ich bring ihn trotzdem übern Berg und fahr ihn an die See. Mein Körper ist so unsozial, ich rede, er bleibt stumm. Ich leb ein Leben lang für ihn, er bringt mich langsam um. Joachim Ringelnatz, die Schnupftabaksdose. Es war eine Schnupftabaksdose, die hatte Friedrich der Große, sich selbst geschnitzelt aus Nußbaumholz, und darauf war sie natürlich stolz. Da kam ein Holzwurm gekrochen, der hatte Nußbaum gerochen. Die Dose erzählte ihm lang und breit von Friedrich dem Großen und seiner Zeit. Sie nannte den alten Fritz generös, da aber wurde der Holzwurm nervös und sagte, indem er zu bohren begann: Was geht mich Friedrich der Große an? Gerrit Engelke, das Kussgedicht. Der Menschheit größter Hochgenuss ist ohne Zweifel wohl der Kuss. Er ist beliebt, er macht vergnügt, ob man ihn gibt, ob man ihn kriegt. Er kostet nichts, ist unverbindlich, unvollzieht sich immer mündlich. Hat man die Absicht, dass man küsst, so muss man erst mit Macht und List den Abstand zu verringern trachten und dann mit Blinken zärtlich schmachten. Die Blicke werden tief und tiefer, es nähern sich die Unterkiefer, man pflegt dann mit geschlossenen Augen sich aneinander festzusaugen. Jedoch nicht nur der Mund allein braucht eines Kusses Ziel zu sein. Man küsst die Wange und die Hände und auch noch andere Gegenstände, die ringsherum mit Vorbedacht sämtlich am Körper angebracht. Auch wie man küsst, das ist verschieden, in Norden, Osten, Westen, Süden. So mit Bedacht und mit Gefühl, der eine heiß, der andere kühl, der eine haucht, der andere schmatzt, als ob ein alter Reifen platzt. Hingegen wiederum der Keusche vermeidet jegliche Geräusche, der eine kurz, der andere länger, den längsten nennt man Dauerbrenner. Ein Kuss ist, wenn zwei Lippenlappen in Liebe aufeinander klappen und dabei ein Geräusch entsteht, als ob die Kuh durch Matsche geht. Robert Grund. Ach, das bin ja wieder ich. Umlackiert. Die Herren Doktoren haben geschworen, nichts zu sagen. Der Patient narkotisch pennt und kann nicht fragen. Ganz ungeniert wurd operiert, ihm fehlt nun was.
Ohne Gemächt ist es wohl schlecht, man hat keinen Spaß. Die Akte, die beknackte, ward vertauscht. Die Operateure, Skalpell, Jongleure schnippeln wie berauscht. Vor lauter Frust bauen sie ne Brust, Patient schläft immer noch. Basteln dann, wo's Malheur begann, ein hübsches Loch. Stunden später, die Übeltäter sind längst zu Haus, erwacht Patient und erkennt, oh, welch ein Graus! Ganz genau ist er nun Frau, nicht länger Mann, er ist verstört und sehr empört, weil er's nicht glauben kann. Was steht am Brett von meinem Bett? Wo ist mein Name denn geblieben? Fräulein Franz mit ohne Schwanz stand dort geschrieben. Meine Lieben, das war's schon wieder. Somit also bis demnächst. Bleiben Sie mir gewogen und wie immer in diesen Zeiten daran denken, wenn ich den anderen riechen kann, dann bin ich einfach zu dicht dran. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Herzlichst, Ihr Robert Grund.